Dafür, dass du sehr lange Unioner bist, haben wir dich erstaunlich selten in Interviews präsentiert. Magst du das nicht so? Na, ich habe jetzt mit dir persönlich weniger Probleme, aber ich bin schon der Meinung, dass ich mich da auch ja, bewusst auch zurückhalte. Habe auch ein Vorbild aus meiner Sicht, das war der Hofi, der sich da auch immer dezent geäußert hat und sehr bewusst auch immer zurückgehalten hat zu den bestimmten Themen, weil meine Position jetzt auch nicht so wichtig ist. Wir haben hier einen Cheftrainer, der sich jeden Tag äußern muss und von daher glaube ich, ist es nicht so wichtig, was ich jede Woche zu erzählen habe. Deshalb machen wir es auch nicht jede Woche, aber wir freuen uns sehr, dass wir mit dir mal einen kleinen Blick zurückwerfen können über eine sehr bewegte Union-Geschichte, die sich lohnt, einfach auch ein bisschen zu bebildern. Wir fangen damit ruhig mal an und schauen einfach mal auf ein Bild aus der Zeit, als du zu uns gekommen bist. Das war im Winter 2005. Damals haben wir gerade noch so Regionalliga gespielt, wir waren Tabellenletzter.